Oh Gott. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir sind wieder zurück in Life is Strange. Chloe ist sauer. Sie denkt, alle haben sie verraten. Das sind die beiden als Kinder. Oh my God, what is happening now? Oha. Sie kann auch weiter zurück in der Zeit, oder was? Benutze A, D und linke Maustaste, rechte Maustaste zu finden des idealen Punktes. Ah. Oha, was passiert jetzt? Das ist Chloes Someday Vater. Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey, you look totally pale. Are you okay? Yeah, I just, oh. Yeah, I'm fine. Sie ist jetzt okay, Chloe. Sie ist jetzt thumbs up or thumbs down. Das ist Max. Well, I might just allow this one into the family album. No. You're the boss. What is this? But not the cook. William is here. Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. Because am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat. How? We. I volunteer to break the eggs. Wie krass ist das? Das ist aber geil. Remember how many eggs? Und sie hat so dunkle Haare auf einmal irgendwie. That's true. So how many eggs? Was zur Hölle passiert hier? Question the chef. Right, like you're the real cook here. I love William like he was in my own family. I won't let him die today. Achso, es ist ein Todestag. I won't. Sie will jetzt verhindern? Oh mein Gott, sie will alles verändern. Chloe is just so damn happy and carefree. And this is the last time unless I change it. Krass. Joyce loves William so much. Oh. Viel Glück, mein Liebling. Wir sind so stolz auf deine Beförderung. Du bekommst eine Woche lang Two Wells Waffeln in deinem eigenen Haus. Deine dich liebende Ehegattin. Oh. Sie kann euch einfach alles ändern. Hey, honey. Wer weiß, wer alles stimmt. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Wells. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Das müssen wir verhindern. I have to stop William from taking his car today. Ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund. Wo sind die Keys? Wir müssen die Schlüssel finden und verstecken. Da nicht. Da geht's nicht weiter. Aha. Ah. Can't hide from me forever. Okay, da finden wir das zuerst. Hello. Score. Hey, just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work okay. At the Two Wheels. Einfach nur krass jetzt, was oh, yeah. Passiert hier. I miss movie nights here. Cookies and popcorn. Of course. Und Super Nintendo. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub. Was wird dann wohl passieren? You'll be grateful for that someday. Was wird passieren, wenn wir das alles Shit, ändern? Where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Man,
I remember Chloe reading this. But not after today. Mm-hmm. Chaos. What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. Shit, where are those keys? Another dollar for this one. Chloe was so into manga. Nice hair. Ja, so. Blaue Haare, da hat sie sehr. You're bankrupting me. Ah! Verdammt nochmal. I knew this thing would come in handy. Why are my keys under here? And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Da geht er ins Licht. Okay. Was kann er jetzt gegen machen? Ich habe keine Ahnung. Love you. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen. Schlüsselwerfen. She don't have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shh. Oh man. I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Okay. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Was haben wir jetzt gemacht? Oh mein Gott! Okay, keine Beerdigung mehr. Da wird aber auch Joyce nicht mehr mit David Madsen zusammen sein. Oh Gott. Alles wird anders sein. Wer weiß. Wer weiß, ob ich überhaupt mit Chloe befreundet bin. Oder wer weiß. Vielleicht ist er selber tot oder was auch immer. Ich meine, das weiß doch jeder. Aber kann ich in der Vergangenheit rumfummeln, ohne das, die Zukunft komplett zu verändern. Oh mein Gott. Das darf nicht wahr sein. Hello, are you even listening, Maxine? Nein. Max. Bin ich mit der zusammen? Never, Maxine. I know. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Ja, oh Gott. You don't want anybody in the club. Like whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Huh. Tja. Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Der Butterfly Effekt. Chloe. Irgendwie. Ah! David ist jetzt Busfahrer. Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. Ich hab alles verändert.
Wer weiß das doch alles. Das ist ja ein komplett anderes Leben jetzt. Oh, was passiert jetzt? Das ist wieder das nächste Phänomen, oder? Tote Wale! Wale an der Bucht. Oh. Also irgendwie kann sie dem Schicksal nicht entrinnen, dass irgendwas passieren wird. Da umgezogen oder sonst irgendwas. Max Caulfield taking a break after taking Seattle by storm, huh? Ah. We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to... Ach, guck an. Hold on. Die geht's auch noch. Chloe, you have a visitor. Vielleicht ist auch Rachel noch da. Oh. Ihr ist irgendwas passiert. Vielleicht wird sie in einen Autounfall verwickelt oder sowas. Oh mein Gott. Ja, das ist ja krass. Krass, krass. Gut, das war's mit der dritten Episode. Jetzt kommt die vierte. Wir machen natürlich gleich weiter. Es ist gerade so spannend, ich muss weitermachen. So, jetzt schauen wir mal kurz ein bisschen, was wir hier so für Entscheidungen getroffen haben. Ich habe das Geld liegen lassen, genauso wie die meisten anderen auch. Ich habe Chloe nicht geküsst. Das macht mich zur Minderheit. Die meisten haben für Chloe Partei ergriffen. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also es hat natürlich Chloe nicht gefallen, dass ich für David Partei ergriffen habe. Aber ich dachte, ich kann doch nicht schuld daran sein, dass zwischen Joyce und David alles kaputt geht. Dass er rausfliegt. Das war ein bisschen heftig, fand ich. Du hast Franks Sohn vor Schaden bewahrt. Ja, ich habe mir gedacht, dass irgendwas passiert. Da gab es ja die Entscheidung, ob ich Richtung Straße den Knochen werfe oder Richtung Parkplatz. Man wirft doch beim Haustier nicht Richtung Straße, wenn man nicht will, dass das Tier verletzt wird. Okay. Nächste. Lisa lebt. Achso, die Pflanze. Richtig. Gut. Kein Zeichen am Kamin hinterlassen. Ups, ich habe das gar nicht gemerkt. Alles klar. Ah! Ich habe in der Vergangenheit kein Foto geschossen. Ich habe die Obdachlose nicht gewarnt. Ach Mann, ich habe so viel übersehen anscheinend. Die Nachricht des Polizisten vom Anrufbeantworter gelöscht. Oh Mann, ich habe so viel übersehen. Das kann nicht wahr sein. Ah, krass. Ärgerlich. Verlassen. Achso, ich bin jetzt Mitglied des Vortex Clubs, deswegen kann ich da jetzt rein. Darkroom, alles klar. Na gut, dann schauen wir mal. Achso, zurück zum Hauptmenü. Ja. Previously on Life is Strange. Wow. Okay, das überspringen wir.
Ja. Jetzt muss Max damit leben, dass sie sozusagen Chloe in den Rollstuhl gebracht hat, irgendwie. Und wie soll sie rausfinden, was passiert ist? Sie kann ja nicht einfach so fragen, oh, was mit dir passiert? Eigentlich müsste das ja wissen. Heute ist dann Donnerstag, glaube ich, im Spiel. Oh, die ganzen Wale. Ich wette, der Tornado am Ende, der kommt trotzdem. Oh Mann. Diese wilde Chloe, die rumspringt und ständig Sprüche klopft. Weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. Poor. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Der Vater hat ihr ein Auto gekauft und das hat er nicht getan, wenn er nicht am Leben wäre. Na gut, dann reden wir mal drüber, würde ich sagen. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap, and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Rachel. Right, huh? What missing girl? I don't know her name. I just read about it in the news. I feel bad for her family. This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Oh, man. Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. Was? But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong.
You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. Was soll das? Das sagt sie doch selber, oder hat sie mir selber gesagt? Krass, wie anders sich die entwickelt hat. Ich glaube, Max muss sich ganz schlimme Vorwürfe machen. Und ich glaube, sie wird sich gar nicht richtig trauen, ihr das zu erzählen, was sie getan hat. Pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you are here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I need to get my drink on. Can you bring me some water? Oh Mann. Gut, also wir sollen was zu trinken suchen. Meine Güte. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. At least Chloe doesn't weigh that much. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass. Oh Mann, das ist so heftig. Ich denke, Max wird sich wünschen, dass sie es wieder rückgängig machen kann, aber das würde halt bedeuten, dass sie ihren Vater tötet und dass Chloe die ganze Zeit unglücklich ist, wegen David und wegen allem. Also meine Güte, was ist das für eine Situation? Und sie weiß wahrscheinlich auch gar nicht, wie es geht. That's a serious heat lamp. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Tja. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Okay, sie braucht was zu trinken. Wir gucken gleich mal. I still can't believe I put Chloe in that chair. Lese das mal. Aha. It's nice my parents sent a card at least. Chloe, wir lieben dich und du bist immer in unseren Gedanken und Herzen. Wir hoffen, dich bald wieder lächeln zu sehen. Gute Besserung, Ryan und Vanessa Caulfield. I wonder who this is. Kind of a generic card. Megan? Liebe Chloe, es tut mir so leid, was passiert ist. Ich bin hier für dich, wenn du etwas brauchst. Ich hoffe, dir geht es bald besser und dass wir uns bald sehen. Megan. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloe, ich wollte dir nur kurz schreiben, damit du weißt, dass ich an dich denke. Ich komme mir wie eine Null vor, wenn ich sowas wie "Ich hoffe, es geht dir gut" schreibe. Ich weiß, dein Leben ist jetzt anders und ich möchte nicht, dass es unserer Freundschaft im Weg steht. Ja, ich war eine Weile nicht in der Nähe, aber das ändert sich bald. Ich hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Max. At least I sent roadtrip selfies to Chloe. Ah. I'm sure that made her feel great. Ja. Mundgesteuerte Joystick. So was gibt's? There's the old Chloe. Ja. Tropfinfusion. That must be her mighty morphine machine. So cool that you're here again. No more. I'm glad you think so.
Wasser. Ach, da ist Wasser. Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. Ja, ist auch irgendwie so. To me, it seems like yesterday we were little brats here, watching Power Rangers and destroying the kitchen. Oh my god, we covered everything in flour, even my parents. That was so hilarious. But a long time ago. You're the only person that I grew up with who visits me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Du hast mich. Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was too cool for school. I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Bist du einsam? Ja, ich glaube schon, oder? I know this is a dumb question, but are you lonely here? Yes, dumb question. I don't mind being alone. I can't exactly go party like a rock star, though. Or get in any teen trouble with the folks. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Das kommt auch dazu. Can they pay the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You're such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Oh Mann, oh Mann, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Heftig. So. So, here's the DVD player. Now I just need to find the DVD. Oh my god, I made that mix for her when we were 12. Okay. Ja, davor die DVD-Dinger da gesehen, die DVDs, mein Gott. Ah, okay. Here's the DVD. Jetzt ist Blade Runner Abend. Aber irgendwie scheint Chloe in jeder Gegenwart einfach unglücklich zu sein. Sie scheint immer nicht das Richtige getroffen zu haben, irgendwie. Also, ja. Nicht die richtige Realität für sich.
I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me. And Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Gute Frage. Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Yeah. Toilette? Guck mal da rein. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Ach, da war die Garage drin. Oh, Nachricht von Victoria. Oh Gott. Okay, wir schauen uns mal an, was sie so schreiben. Max, bist du beschäftigt? Vermeide Hausaufgaben, wie immer. Oh Gott, Max ist eine schlechte Schülerin? Ich glaub's ja nicht. Ich sagte doch, ich helfe dir. Du lässt mich nur nie. Was? Okay, lass das Drama. Du hilfst mir durch deine bloße Existenz. Ich versuch's. Und ich hab das Supergras, von dem du weißt schon, wem besorgt. Nur zur Info. Bewahr was für mich auf. Muss weg, bis dann. Komm heute Abend in mein Zimmer. Max, alles cool? Ich will nur sicher gehen, weil du vorhin so schnell abgehauen bist. Nathan macht sich auch Sorgen. Wenn du reden willst, melde dich, okay? Hab dich lieb. Max, wenn du sauer bist, sag's mir einfach, okay? Funkstille. Wenn du reden willst, meine Tür steht offen. Hab dich lieb. Oh. Das ist schon krass. Was zur Hölle, ich... Nathan! Jojo, Max, bist du da? In der Dunkelkammer. Entwickle Fotos für den Wettbewerb. Cool. Also kein Two Whales für dich. Noch nicht. Ich sehe euch später. Peace. Chloe. Hallo, Max. Dies ist William. Wenn du Chloe kontaktieren willst, kann sie diese Nummer benutzen. Sie würde sich freuen, von dir zu hören. Bis hoffentlich bald. Im März. War das... Hey, Chloe, Maxine hier. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber ich wollte dir sagen, dass ich jetzt auf die Blackwell Akademie gehe. Ich hoffe, deine Nummer stimmt noch. Max ist zurück. Achso, das hat William über ihr Handy geschrieben. Max ist zurück. Blackwell, das ist so super. Du bist klasse. Aber am besten ist, wir können wieder rumhängen. Also ja, meine Nummer stimmt noch. Cool, ich habe einen Haufen Hausaufgaben, aber wir sehen uns bald. Lass mich nicht zappeln, es ist schon so lange her. Ich weiß, ich besuche dich bald. Okay, was haben wir jetzt für ein Datum? Das war jedenfalls im August. Taylor. Max, danke nochmal, dass du mit mir Mama besucht hast. Ich glaube, sie hätte lieber dich als Tochter. Ich denke nicht. Deine Mutter ist eine Kämpferin, wie du. Ja klar, ich habe geflennt wie ein kleines Mädchen. Ich auch, du hast es nur nicht gesehen. Es ist okay zu weinen. Es wird öde. Mein dämliches Handy ist gleich alle, also ruf mich zurück. Oh Gott. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. Maxine, deine Mutter hier. Wir müssen über einige deiner Rechnungen reden. Bist du da? Oh, also Max ist auch ein anderer Mensch. Komplett ein anderer Mensch. Sie scheint einfach cool zu sein irgendwie. Viel cooler als früher. Aber das ist natürlich ziemlich komisch, weil sie jetzt sozusagen als andere Max wieder in den Körper gekommen ist und die Seele der anderen Max mitgebracht hat. Was ist denn mit der coolen Max, die doch jetzt so aufgewachsen ist? Wo ist denn die jetzt hin? Ah, das ist komisch.
Zeitparadox. Ah. Ja, gibt mir das Zeit zu antworten. Ich kann nicht im Unterricht texten. Einige Lehrer werden mega pissig, wenn man sein Handy rausholt. Ja, weil es extrem unhöflich ist und sei nicht so zickig zu mir. Entschuldige, langer Tag und Hausaufgaben. Du bist nicht die Einzige, deswegen haben wir uns gefragt, ob du so viel ausgeben musst. Wir möchten, dass es dir nichts fehlt, aber dein Stipendium deckt nicht alles ab. Du hast gesagt, ich könnte deine Kreditkarte benutzen, wenn ich sie brauche. Ich habe nur Filme gekauft, keine Kamera. Vielleicht wird es Zeit, auf digital umzusteigen. Ich rufe dich später an. Muss los. Schmoll nicht, ich liebe dich. Das war im Mai. Hey Liebling, ich hoffe, du lässt deine Pflanze nicht verdursten, aber ertränk sie auch nicht, Mama. Okay, die muss er wieder gießen. God damn, the bills never end. Damn, this is just for Chloe's basic supplies. Oh man. Bonjour. That's great they finally went to Paris. Sie waren in Paris. Das können wir irgendwie verwenden für irgendwas. They gave Chloe their giant expensive HDTV. And they use our shitty tube television. Ah. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Da haben wir noch irgendwas. Reise nach Paris. So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. Tja. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Okay. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Okay. She is amazing. I'm so glad you're here to help her. And be her father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Okay. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? Rachel Amber, Prescott Familie. Okay, das ist alles interessant. I was reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh, yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. Mm-hmm. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question. Okay. Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. Ich will mit ihm befreundet, mit dem Nathan. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family.
I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Okay, Essensgutscheine, okay. Oh, terrific. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Gut. Wir gehen hoch, besorgen Schmerzmittel. Einfach nur krass, was hier passiert ist. War hier nicht... Ah, hier ist doch Chloes alter Raum. Chloe's door doesn't have a warning anymore. Tja. Brief. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Liebe Joyce, danke, dass du mich auf dem Laufenden hältst, was Chloes Zustand betrifft. Ich kann mir die Mühen, die du und William durchleben, kaum vorstellen. Es tut mir so leid, dass ich momentan nicht mit Geld aushelfen kann. Wie jeder andere gehe ich in meinen eigenen Arztrechnungen unter. Bitte gib Chloe einen Kuss von mir und alles Gute. In Liebe, deine Tante Dorothy. Okay. Ja, das ist das Zimmer von Chloe. Da haben wir uns versteckt im Schrank. At least we never had to hide from Step Douche. Step Douche. I guess we stopped growing up together. Ja, diese Kabeltrommel, die lag auch bei Chloe rum. Das ist unfair, sie läuft hier rum. I'm still overwhelmed by this new reality. I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. Yeah. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Ja, ist fies. Sie sitzt hier rum und überlegt und unten liegt Chloe und hat schreckliche Kopfschmerzen. Ja, was soll man machen? Oder ich meine, kann sie überhaupt irgendwas machen? Würde sie was machen wollen, wenn sie könnte? Wir gehen. Gleich. Toys? I kind of want to open this and see what's in here. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. So lange kann das ja auch nicht her sein mit dem Unfall. Wann machen die Amis ihren Führerschein oder wann dürfen die Auto fahren? Mit 16? Und die sind jetzt 18? Na gut. Darf man mit 16 schon ein Auto haben? Ich weiß es nicht. Okay. Gut, guck mal rum. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Yeah. Gut, ab zu Chloe. Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. Wir hören auf. Ich habe gesehen, es speichert. Das ist eine ganz blöde Stelle zum Aufhören, aber ich weiß nicht, wie lange es da weitergehen würde. Wir müssen jetzt alle aufhören. Nächstes Mal gucken wir, wie das läuft mit dem Morphion. Ja. Okay, liebe Leute, dann wünsche ich euch trotzdem eine gute Zeit. Macht's gut, bis übermorgen. Tschüss, eure Lucida.